Yo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. In dieser immer noch sehr blumig, pflanzigen, grünen Wasserwelt voller Röhren und allem möglichen Gekröse. Ich werde mal kurz hier in die Röhre reinschauen, einfach um zu gucken, wo die hinführt, weil mich das gerade sehr neugierig macht. Gut, bringt uns absolut gar nichts. Wir kommen direkt in dem Schloss raus, aber die ist noch verschlossen, diese Abkürzung. Da ist ein Schloss im Weg, genau wie hier. Also gehen wir nochmal in dieses Level hier rein und ich möchte hier auf jeden Fall einen P-Flügel mitnehmen. Warum, zeige ich euch gleich. Denn das Ganze ist relativ fies hier. Obwohl das eigentlich Quatsch war. Nein. Hier gibt es nämlich einen P-Switch. Genau da. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals gefunden hätte. Außer durch sehr, sehr langes und sehr, sehr ermüdendes Ausprobieren. Man kann jetzt hier Münzen farmen. Und zwar sehr, sehr viele Münzen. So viele, wie man möchte. Diese ganzen Blöcke sind jetzt nämlich Münzen. So, wir können jetzt das Ganze resetten, indem wir in diesen Raum hier reingehen. So. Und jetzt ist der Switch nämlich wieder da. Da ist er. Und es gibt hier eine Möglichkeit. Wir müssten eigentlich jetzt hier in diese Tür reingehen, aber es gibt eine andere Möglichkeit, eine sehr schöne Möglichkeit, wie ich finde. Nämlich unten ist auch noch eine Tür. Sollte sie zumindest sein. Genau da. Hier ist noch eine Tür. Und wenn wir da reingehen, finden wir. Diesen Raum wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, jedenfalls gibt es ja wohl einen Geheimraum, in dem man noch so ein Tanuki-Dings findet, um hier oben in diese Röhre reinzukommen. Denn das ist der richtige Weg, den wir gehen müssen. Um zum Boss zu kommen. Finde ich sehr, sehr kompliziert irgendwie. Vor allem so ganz ohne Hinweise. Na komm. So. Und noch einmal. Komm. Na, du Fiesling. Hast du mir meinen Tanuki-Suit geklaut? Du fieser, fieser Bowser-Typ. Nupsi-Teil. Na? So, das war das Schlößle und dadurch verschwindet da die Ruhe. Da das Schloss. Das dachte ich mir schon. Line up. Blume. Blume. Nee. Schade. Gut. Nehmen wir das hier? Wir nehmen das hier. Ich denke schon, dass wir das nehmen müssen. Was haben wir denn hier? Hier geht's rein. Aber was bringt uns? Ah doch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ein Abwärts-Scroll-Level. Die Münze nehme ich noch mit, denn wir haben gleich ein Level. Level-Ups. Ja, wir haben in den Mario-Spielen Level-Up. Es gibt tatsächlich Mario-RPGs, falls ihr die nicht kennt. Ich habe bisher nur ein einziges davon gespielt und das ist, wie hieß das nochmal? Es war für Nintendo DS. Da gab es auch für ein GBA, glaube ich, damals schon einen ersten Teil von. Brothers in Time hieß der, glaube ich. Genau, so Mario Brothers in Time. Ist ein RPG, ein sehr lustiges RPG. Mit Mario, Luigi, Baby Mario und Baby Luigi. Sehr spaßig, kann ich nur jedem empfehlen. Ein sehr umfangreiches Spiel. Warum wechselt das Ding nicht die. Müssen wir hier hoch oder was? Jedenfalls, wie gesagt, ein sehr umfangreiches RPG. Machte mir immer sehr viel Spaß. Ah, verstehe. Warum ist denn das Ding eben verschwunden? Muss ich ja nicht verstehen, gelle? Ah, ich verstehe schon wieder. Ja, ich verstehe. Nein! Diese Seitwärts-Rausgeh-Mechanik auf der anderen Seite wieder aufzutauchen, das irritiert mich noch etwas. Das bin ich echt nicht gewohnt. Wir nehmen mal noch die Block hier mit, was uns überhaupt nichts bringt. Sag mal. Oh, ja, noch weiter runter, bitte. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir wieder ganz unten angekommen. Oh Mann. Ja. So. Nee, so. Genau, da möchte ich hin. Also ich muss dann denken, dass diese Blöcke, wenn sie
die Pfeile tragen, nur in eine Richtung gehen und wenn sie das nicht tun, wenn sie ein Ausrufezeichen haben, lassen sie sich steuern. Muss ich mir unbedingt merken. So, jetzt schnell wieder da drauf, damit wir nämlich da jetzt hinten auf die andere Seite fahren können und in die Röhre rein können. So. Genau. Jetzt können wir hier... Nochmal bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Genau zu der Seite, wo ich nicht... Achso, genau, der ist ja da eingeschlossen. Halt! Mein Pilz. So. Neuer Versuch. Hoch. Möchte ich den behalten? Nein, möchte ich nicht. Doch, ich möchte den behalten, aber in einer anderen Richtung. So. Ja, ist ja gut. So. Beeilung ist angesagt. Darüber. Hoch. So müssen wir uns da ducken, oder was? Na, bringt jetzt ja auch nichts. Verstehe. Autsch. Ja, das war dumm. Langsam wird die Zeit echt eng, Leute. Und passe ich da jetzt überhaupt noch rein? Ja. Hui. Bitte Levelende. Bitte, 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 bitte. Bitte Levelende. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, Zeit ist mittlerweile echt ein Faktor geworden, ne? Muss ich mal so sagen. Aber nur weil wir wieder irgendwelchen dummen Unfug angestellt haben. Gut. Röhre. Wir versuchen mal, ob wir hier weiterkommen. Ist ja immer so ein Glücksspiel in dieser Welt, wo die Röhre genau hinführt. Die müssten irgendwie gekennzeichnet sein, farblich oder so. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Ja. Okay, okay, okay. Mhm. Welches nehmen wir denn? Wir nehmen 8. Dann haben wir am meisten Möglichkeiten, noch zum Pilzhaus zu gehen und so. Schauen wir mal nach, wo wir hier gelandet sind. Mhm. Lassen die erstmal feuern und gehen jetzt da hoch. Alles voller Blumen. Ob wir da überhaupt rüberkommen, müssen das vermutlich sehr genau timen. Boah, mit dem Letzten, guckt euch das an, das ist ein Pixel. Maximal 2. Da möchte ich mal... Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir einen Superstern mit. Wir haben genug davon, die können wir ruhig mal ein bisschen verplempern. Ja, das war gut. Gefällt... Oh, jetzt bekommen wir hier noch einen Superstern. Okay. What? Der hat doch noch gehalten. Komm schon, der hat noch gehalten. Wir nehmen trotzdem nochmal einen Superstern mit. Und bekommen noch einen Superstern. So, und diesmal weiß ich aber genau, wo wir lang müssen. So. Und so. Ja, wobei ich das jetzt eigentlich eher nicht möchte, aber... Das ist nämlich irgendwie ein bisschen fies. Kann man die denn... Nee, besiegen können wir die doch bestimmt nicht, oder? Gibt es denn irgendwo einen Pilz oder so? Ich möchte gerne... Irgendwo ein... Power-Up? Ah, ein One-Up. Ja, ist nicht ganz das, was ich wollte, aber... Naja, nehmen wir auch mit. Ich meine, das auf die gute alte Geronimo-Art. Gut, wenn wir denn gesprungen wären, hätte das funktioniert. Wir nehmen mal das, was auch immer das ist. Ah, Hammer Mario. Klappt das mit den Blumen? Kann man die abwerfen?
Ja, kann man sogar. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier ein leichtes Spiel in dem Level. Sehr gut. Es ist im Grunde wie der Feuerblumen-Mario, nur dass die Hämmer halt nach oben fliegen und nicht nach unten. Ja, mein Panzer. Voll cool. Hammer Time! So, komme ich da jetzt noch rüber? Ja. Ich möchte dich gerne abwerfen, komm. Danke. Du bekommst trotzdem einen Stern. Cool. Boah, guck dir das an, diese Sprünge als Kugel. Oh, sieht das geil aus. Uiuiui, ist das geil. Autsch! Autsch! Okay, wir müssen hier schnell rüber, denn von unten kommen wir da nicht wieder durch. Kommt denn eine Blume raus? Nein. Ich mag solche Level nicht. Das ist fies und gemein. So, jetzt schieß schnell, damit ich da durchkomme. Schnell, das Vieh kommt. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott, was ist das denn bitte? Wow. Feuerblume, haben wir noch einen? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann nehme ich jetzt meine Feuerblume. Denn ich brauche hier auf jeden Fall ein Power-Up, Leute. Das geht ja gar nicht anders. So. Jetzt nochmal ganz langsam. Und ganz geschmeidig. Upa, vorsichtig. So. Nein! So, aber hier muss ich jetzt aufpassen. Ich möchte nämlich nicht wieder mein Power-Up verlieren. Und rüber! Dann muss ich jetzt warten, bis sie wieder hochschießt. Immer 1, 2, 3. So, ja, das klappt. Wow, genau, der schießt ja weit. Genau, da war ja was. Gut, dann möchte ich das anders versuchen. Gibt es irgendwo ein... Ach gut, Levelende. Nehme ich das. Nehme ich das Levelende. Gefällt mir deutlich besser als irgendwelche eventuellen Power-Ups in einem Blockkomplex mit Gegnern drin. Nö. Wow, das war echt ein hartes Level. Guck mal, ob wir hier irgendwas Schönes rausziehen können. 20 Münzen hatten wir ja schon. 10 Münzen. Die waren irgendwo hier hinten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da? Ne, da waren Sterne. Da! Dann waren die 10 Münzen hier. Und da? Genau. 20 Münzen waren... Mist! Egal. Egal, egal, egal. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Glück haben. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Pilz. Pilz. Nee. Ja. Also ich finde, das passt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das passt. Wir gehen noch ins Pilzhaus. Pick a box. Its contents will help you on your way. Jetzt kriegen wir noch einen Froschanzug. Cool. Vielleicht zwei. Gucken wir mal, ob wir den dann demnächst sofort ausprobieren können. Level 9. Ach komm, wir versuchen das einfach mal. Wieso haben wir jetzt noch einen? Ne, der andere ist da hinten. Okay. Frogerino! Cool, oder? Ich finde, das sieht ziemlich lustig aus. Oh, Blume. Ja, die Frage ist, wollen wir die jetzt nehmen? Weil dann ist der Froschanzug weg, ne? Egal. Blume ist besser. Der... Ich ignoriere das einfach. Ist gar nichts passiert. Der Froschanzug ist gut im Wasser. Der erlaubt uns, meines Wissens nach, sehr, sehr, präzise zu schwimmen. Und da wir die Wasserwelten wahrscheinlich schon alle hinter uns haben, oder zumindest größtenteils, ist das für uns nicht mehr ganz so wichtig.
Frage ist, wo wir jetzt lang müssen. Fällst du da runter? Ja, du fällst da runter. Okay. Hier raus und dann nach oben nach rechts. Irgendwo hier ein Item drin oder so? Nee. Aber Münzies. Na komm. Hier waren wir auch schon, glaube ich, ne? Nee, aber da oben sind auch Münzen. Na, komm da hoch und hoch da. So. Koopa, oh mein Gott. Das war dumm. Ah, ein Pilz. Nehmen wir den mit. Den brauchen wir. Kommen wir da hoch? Ja, dank des Pilzes kommen wir hier hoch. Tatsächlich. Wenn wir uns noch ein bisschen gut anstellen, kriegen wir vielleicht sogar noch ein Level. Ein One-Up. Jetzt. Sehr schön. Ja. Prinzip dieses Levels finde ich einigermaßen lustig, wobei es mir nicht gefällt, dass die Level momentan sehr so rätselmäßig aufgebaut sind. Das finde ich nicht so schön. Ich finde so typische Jump-and-Run-Dinger wie eben mit den Blumen finde ich irgendwie lustiger, auch wenn die schwerer sind, aber das hier ist ja einfach nur, ja, so Try-and-Die-mäßig, ne? Wie werden die... Ich nochmal zurück? Nein, kann ich nicht. Schade. Die Münzen gerne noch haben wollen. Nach dem Motto, ja, da ist eine Sackgasse, gehst zurück und nimmst einen anderen Weg. Das hat irgendwie nichts mit Können zu tun, finde ich. So, wir haben noch eine Burg. Aber ich hätte vorher den Part beenden sollen. Das mache ich jetzt nämlich. Bis zum nächsten Mal und ciao!